Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle recht herzlich hier im Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Haffner im Namen des Museums Pankow. Und vor allen Dingen begrüße ich die Veranstalter dieser Vortragsreihe, Frau Dr. Glauning, die Leiterin des Dokumentationszentrums Zwangsarbeit in Schöneweide, Herrn Borchers, Ihr Mitarbeiter, die alle diese Reihe vorbereitet haben. Ihren Namen habe ich leider nicht behalten. Wir freuen uns als Museum Pankow an dieser Vortragsreihe uns beteiligen zu dürfen. Wir sind ja nicht sozusagen die erste, aber auch nicht die letzte Vortragsort. Mich freut es insbesondere auch, dass Sie das Interesse haben, heute Abend hier bei uns zu Gast zu sein. Denn meine Beobachtung ist, dass neben der Etablierung und der regelmäßigen Arbeit des Dokumentationszentrums das Thema Erinnern an die Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus im Moment an mehreren Stellen in der Stadt wieder an Aktualität gewinnen, es Initiativen gibt und es vor allen Dingen Orte gibt. Und das war ja von Anfang an eigentlich der Ausgangspunkt, genauso wie in Oberschöneweide. Es gibt eben die Orte, die irgendwie bekannt sind und über die man mehr wissen will. Und ich freue mich sehr, auch wenn Sie so wollen, als Mitglied im Arbeitskreis der Berliner Regionalmuseen, die ja bereits Anfang des Jahrtausends schon mal ein größeres Projekt gemacht haben, und in einer Ausstellung versucht haben, eine erste Bestandsaufnahme für die 12 Bezirke vorzunehmen, dass dieses Thema an vielen Stellen der Stadt im Stadtraum thematisiert wird und damit natürlich auch auf die vielen, vielen Menschen, die bis 1945 in Berlin Zwangsarbeit leisten mussten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen, an diese Menschen erinnert wird. Mir fällt in diesem Zusammenhang nur ein, das war so ein bisschen unser Beitrag damals bei diesem Konzept, als in den Bezirken die regionalen Ausstellungen gelaufen sind. Wir konnten damals eine umfangreiche Recherche in der Ukraine durchführen. Und ich muss Ihnen sagen, es geht mir in den letzten Monaten immer so, dass ich auch an diese Reisen, an diese Menschen denke, die wir zum Teil auch einladen konnten hier nach Berlin. Die meisten von Ihnen, das ist ja 20 Jahre her, werden sicherlich nicht mehr am Leben sein. Aber für mich bekommt plötzlich auch angesichts dieses Krieges wieder nochmal die Erinnerung an dieses Projekt Aktualität. Denn dort haben wir ja doch in den Bezirken eine ganze Menge Biografien, Schicksale unterschiedlichster Art vorstellen und darstellen können und auch dem Publikum nahebringen können. Das vielleicht nur als persönliche Vorbemerkung. Wir haben heute Bernhard Bremberger zu Gast zum Thema NS-Zwangsarbeit und Gesundheitswesen. Ich werde ihn gleich noch ein bisschen ihn vorstellen, wer ihn nicht sowieso kennt. Denn Bernhard Bremberger ist ja schon sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn heute für diesen Vortrag gewinnen konnten. Aber nun, ich bin ja der Hausherr, deswegen durfte ich zuerst sprechen, aber Frau Dr. Glauning, auf Ihre Initiative des Dokumentationszentrums geht diese Veranstaltungsreihe, diese Vortragsreise zurück und deswegen freue ich mich, Sie auch um eine Begrüßung bitten zu dürfen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Roda. Lieber Herr Bremberger, sehr geehrte Anwesende, herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Veranstaltung unserer 12-teiligen Reihe NS-Zwangsarbeit vor unserer Haustür, die durch alle 12 Berliner Bezirke führt. Und wir möchten auch heute, wie auch in den vergangenen und noch folgenden Veranstaltungen, die spezifische Geschichte der NS-Zwangsarbeit vor Ort beleuchten, neue Forschungen, Gedenkinitiativen, Erinnerungszeichen und auch aktuelle Debatten vorstellen. Und Herr Rode hat es ja schon angedeutet, es gibt doch etliche historische Orte der NS-Zwangsarbeit in Berlin, über die in den letzten Jahren intensiv diskutiert wird. Für den heutigen Bezirk Pankow verzeichnet die Lagerdatenbank das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, an der wir sukzessive weiterarbeiten, 120 Unterkunftslager für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Viele befanden sich im Prenzlauer Berg und in Weißensee. Es gab große Lager mit zum Teil über 1000
Insassen, unter anderem betrieben vom Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, kurz GBI, und in einem Lager, dem GBI-Lager Nummer 40 in Weißensee, war zum Beispiel der italienische Militärinternierte Ugo Brilli untergebracht. Später wurde er in das GBI-Lager 75-76 in Niederschöneweide verlegt, wo sich heute das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit befindet. Ugo Brilli starb im letzten Jahr mit 99 Jahren, wenige Wochen bevor dort eine Gedenkstele eingeweiht wurde, die ihm sehr am Herzen lag. Er wusste, dass sie kommt, aber als sie aufgestellt wurde, lebte er nicht mehr. Wie überall in Berlin haben zahlreiche Betriebe von Zwangsarbeit profitiert, sei es die Bergmann Elektrizitätswerke, und da gibt es ja auch seit etlichen Jahren eine Gedenktafel in der Lessingstraße in Wilhelmsruh, die Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG, die Berliner Straßenreinigung, Siemens, Osram, BMW, die Reichsbahn, Knorr, Bremse, große Namen, die Sie sicherlich alle kennen, auch die Berliner Stadtgüter, aber auch Nahrungsmittelbetriebe wie die Germania Brotbäckerei, Pfefferberg oder die Fleischwarenfabrik Hanke. Sie alle setzten in großem Umfang Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen, Kriegsgefangene und auch Berliner Jüdinnen und Juden im Rahmen des sogenannten geschlossenen Arbeitseinsatzes ein. Ich habe in unserer Lagerdatenbank gefunden, dass auch Aschinger, der zeitweise einer der größten Gastronomiebetriebe Europas war, mit rund 30 Lokalen im Stadtgebiet, auch in Pankow, Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen ausgebeutet hat. Vielleicht eine kleine ergänzende Information: Das Bier von Aschinger wurde auf den Reichsparteitagen ausgeschenkt und er nahm im Zuge der sogenannten Arisierung das Haus Vaterland am Potsdamer Platz von Kempinski, und vielleicht kennt Sie die Serie Berlin, wo dieses Haus Vaterland auch immer wieder auftaucht. Für die heutige Veranstaltung, wie schon erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Gesundheitsversorgung von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen. Diese bildeten einen Schlüsselmoment im gesamten System der NS-Zwangsarbeit, und hier zeigt sich besonders auch der extreme Rassismus. Die Bedingungen vor allem für die aus Polen und der Sowjetunion verschleppten Männer, Frauen und Kinder waren sehr schlecht. In den Lagern waren sie unter extremen Bedingungen, Kälte, Ungeziefer, Enge, zusammengepfercht und der Willkür des Wachpersonals ausgesetzt. Aber auch in den Arbeitseinsatzorten waren sie ohne ausreichenden Arbeitsschutz, zahlreichen Gefahren und auch wie hier wiederum der Willkür der deutschen Vorgesetzten ausgeliefert. Dementsprechend hoch war die Zahl der Kranken und Verletzten. Die Schwerkranken und Arbeitsunfähigen wurden in sogenannte Ausländerkrankenhäuser oder Krankensammellager gebracht. Zwei große will ich hier erwähnen, die sich außerhalb Berlins befanden, in Marlow, Blanken und Blankenfelde. Die Zustände dort waren katastrophal, die Sterberaten hoch durch gezielte Verelendung, aber auch durch das brutale Verhalten der Deutschen. Es gibt eine sehr aussagefähige und auch bestürzende Quelle des Gesandtschaftsrates Gotthold Starke vom 16. August 1943, der mehrere Lager in Berlin inspiziert hat. Und er schrieb über das Lager Blankenfelde bei Berlin, über die Situation der sowjetischen Zwangsarbeit und Zwangsarbeiterin. Ich zitiere: Die Räume sind unzureichend und die Arbeiter schliefen bei schlechtem Wetter unbedeckt im Freien. Die dort versammelten Kranken lebten in großer Anzahl in diesem Lager den ganzen Winter durch. Als dort der Typhus ausbrach, wurden die Baracken geschlossen, und wenn jemand es wagte, sich zu zeigen, so wurde ohne Vorwarnung geschossen. Viele Ostarbeiter wurden auf diese Weise erschossen. Frauen in anderen Umständen mussten ihre Kinder im besten Fall auf dem Fußboden, sonst aber auf der Erde zur Welt bringen. Die neugeborenen Kinder erhalten als einzige Ernährung ein Viertel Liter Milch auf 5 Tage. Soweit der Bericht. Zur Gesundheitsversorgung in Pankow wird, wie angekündigt, Herr Bremberger referieren, der sich intensiv mit diesem Thema befasst hat, natürlich weit über Pankow hinaus. Sie haben die Einladung bekommen mit einem Foto mit Bogdan Bartnikowski, einem ehemaligen Zwangsarbeiter in Blankenburg, wo sich ein Unterkunftslager und ebenfalls ein Ausländerkrankenhaus befand, zu dessen Geschichte Herr Bremberger auch recherchiert hat. Heute nutzt die Albert-Schweitzer-Stiftung das Gelände und die Gebäude, einige auch noch aus der Kriegszeit, also gemauerte Unterkunftsbaracken, heute für die Unterbringung und Versorgung pflegebedürftiger Menschen.
Im Mai dieses Jahres fand im Beisein eben von Bogdan Bartnikowski und einer weiteren Zeitzeugin aus Polen, Frau Struinska, eine Gedenkveranstaltung statt, wo auch zwei Stelen eingeweiht wurden. Ich fand, dass das eine sehr besondere Veranstaltung war, zumal auch zahlreiche Bewohner und Bewohnerinnen teilgenommen haben, die eben dort versorgt und betreut werden. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf ein aktuelles Projekt hinweisen. Sie haben diesen Flyer auch auf Ihren Stühlen liegen. Human Commodity, Mensch als Ware. Das ist eine App, die wir letzten Samstag zum ersten Mal präsentiert haben. Sie stellt 99 Orte der NS-Zwangsarbeit in Berlin vor und verknüpft eingesprochene Texte aus historischen Quellen, wie zum Beispiel Erinnerungsberichten, mit musikalischen Kompositionen in Kooperation mit vielen Musiker, Musikerinnen, Schauspieler und Sprecherinnen. Darunter befinden sich auch Orte in Pankow, zum Beispiel ein sogenanntes Judenhaus in der Käthe-Niederkirchner-Straße, unweit von hier im Bözow-Viertel, die Gärtnerei Globig in Französisch-Buchholz, das Krankensammellager in Blankenfelde-Nord und das bereits erwähnte GBI-Lager in Weißensee. So viel von meiner Seite aus. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten, bei dem Museum in Pankow, dass wir hier sein dürfen, und übergebe das Wort nochmal an Herrn Rother. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt die Aufgabe, den Referenten des Abends anzukündigen, und wir kennen uns ja jetzt auch schon sehr lange, aber in Vorbereitung habe ich Dinge festgestellt, die ich von Ihnen gar nicht kannte. Also Bernhard Bremberger, Studium der Geschichte, Ethnologie, Musikwissenschaften und Turkologie, das war mir gar nicht klar, der wirklich schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, zu diesem Thema forscht und in Berlin auch immer treibende, forschende Kraft war, auch in Bezug darauf, die Bezirke darauf hinzuweisen, welche Geschichten sich auf ihrem Gelände befindet, so auch uns gegenüber in Pankow. Aber zunächst hat Bernhard Bremberger Ende der 90er Jahre für das damals noch Heimatmuseum Neukölln diverse Forschungen zur Zwangsarbeit tätigen können. Er hat auch 2001 eine der ersten größeren Tagungen in Berlin zur NS-Zwangsarbeit mit organisiert. Er hat eine Mailinglist oder die Mailinglist NS-Zwangsarbeit mit initiiert und betreut und hat auch längere Zeit, manche erinnern sich von uns noch, das war ja wirklich etwas, was auch die Quellen stark angereichert hat, weil es eben möglich war, im Entschädigungsamt mit historischer Expertise diese Quellen auszuwerten, die für viele Projekte und für viele Fragestellungen eben existenziell waren, und Bernhard Bremberger hat mit anderen zusammen dort diese Daten ausgewertet. Wir im Museum Pankow haben seit einigen Jahren das große Glück, ihn beschäftigen zu können, und ich deutete das vorhin ja schon an, dass dieses Thema auch immer wieder neue Facetten bekommt, und ich werde im Anschluss der Diskussion über den Vortrag von Bernhard Bremberger nochmal zwei, drei Gedenkinitiativen, Projekte vorstellen, die bei uns im Bezirk im Moment aktuell bearbeitet werden oder in zwei Fällen auch wieder bearbeitet werden, wo wir uns nämlich damit schon mal auseinandergesetzt haben und gerade, und da bin ich auch dankbar, in Pankow aus dem parlamentarischen Bereich heraus, aus dem Bereich der BVV, uns als Verwaltung Beschlüsse mit auf den Weg gegeben worden sind, uns erneut mit Orten und der Kennzeichnung der dort stattgefundenen NS-Zwangsarbeit zu beschäftigen, sodass dieses Thema eben auch gegenwärtig aktuell ist. Und Bernhard Bremberger hat für uns über Jahre hinweg, und das würde ich abschließend Ihnen, wenn Sie Interesse haben, auch noch vorstellen können, zu der schon erwähnten Geschichte des NS-Zwangs- und Krankensammellagers in Blankenfelde Nord geforscht und hat zusammen mit dem Runden Tisch in Blankenfelde von Bürgern und Bürgerinnen, die sich seit, kann man glaube ich auch mittlerweile sagen, Jahrzehnten um diesen Ort, die Erforschung des Ortes, aber vor allen Dingen die Markierung dieses Ortes verdient gemacht haben, hat mit denen zusammen auch immer wieder weitere Quellen recherchiert, und wir planen auch in absehbarer Zeit zu den Forschungsergebnissen
die Bernhard Bremberger bis dahin dann recherchieren konnte, eine Veröffentlichung nochmal vorzulegen. Es gibt ja ansonsten eine kleine Dauerausstellung auf dem Stadtgut Blankenfelde, wo es um die gesamte Ortsgeschichte geht, aber eben auch ein kleiner Teil sich mit dieser Zwangsarbeit in Blankenfelde während des Nationalsozialismus beschäftigt. So viel vielleicht vorweg zu Ihrer, zu deiner Vita. Und das Thema NS-Zwangsarbeit und Gesundheitswesen ist ein großes Thema. Und ich bin gespannt, was für neue Erkenntnisse in diesem Vortrag jetzt vorgestellt werden können. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Roder, für die einleitenden Worte. Eben auch. Und ich werde eine PowerPoint-Präsentation zeigen und jedes Mal dem jungen Mann da hinten per Handzeichen zeigen, wenn das nächste Bild kommen soll. Also jedenfalls freue ich mich, dass Sie den Weg hier gefunden haben. Und Herr Roder meinte, es sei ein größeres Thema und ich werde auch ein bisschen länger reden als meine Vorgängerin und mein Vorgänger. Ursprünglich war der Titel um die Gesundheitsversorgung von Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Das wäre aber falsch. Es ging weniger um die Gesundheitsversorgung, deren Gesundheit eigentlich nie geschützt und bewahrt werden sollte, höchstens zur Erhaltung der Arbeitskraft. Natürlich, die Begegnung mit den einzelnen Ärzten stellte sich mal so und mal so dar. Es gab Ärzte mit ethischer Haltung, die sich wirklich um die Patienten kümmerten. Es geht also nicht um Zwangsarbeit und Gesundheitsversorgung, vielmehr behandle ich die Schnittstellen zwischen Zwangsarbeit und Gesundheitswesen. Dazu gehören die einzelnen Ärzte, die medizinischen Einrichtungen und die Medizinalbürokratie. Die Medizinalbürokratie begleitet Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter vom Zeitpunkt ihrer Erfassung, Rekrutierung bzw. Verschleppung aus der Heimat. Dabei ging es um die Prüfung, ob die Leute tauglich sind für das, was hier auf sie zukommt, unter anderem. Tatsächlich gab es auch eine Gesundheitsversorgung in der Zeit, in der sie hier gearbeitet haben, zum Erhalt der Arbeitskraft. Und die Medizinalbürokratie begleitete die Abschiebung der Unbrauchbaren über die Krankensammellager, die schon erwähnt wurden, des Arbeitsamtes. Das Gesundheitswesen war involviert in die Grenzsituationen des Lebens, der Geburt und dem Tod. Ich habe hier den Rahmen umrissen und werde das Ganze an ausgewählten Beispielen aus dem Bezirk Pankow illustrieren, vor allem die damaligen Bezirke Pankow und Prenzlauer Berg. Das nächste bitte, eine kleine Einschränkung werde ich machen. Zu Pankow gehört auch Berlin-Buch. Sie wissen, das ist eine Krankenhausstadt, aber diesen Ortsteil klammere ich aus und beschränke mich auf andere Beispiele. Buch ist so riesig, es braucht ein eigenes Leben, das gründlich zu studieren. Und Frau Rosemarie Pump, die sich sehr hineingekniet hat, ist leider vor 2 Jahren verstorben. Das, was ich hier an Pankower Beispielen durchdekliniere, findet sich oft auch in anderen Bezirken. Und da bin ich auf Ihre Ergänzungen gespannt. Erstens Gesundheitscheck. Nach einem Erlass des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz Fritz Saukel sollten neu rekrutierte Ostarbeiter auf dem Weg zum Arbeitsort mehrfach medizinisch begutachtet werden und entlaust werden. In einem provisorischen Auffang- bzw. Sammellager im Heimatort, in Grenzerfassungslagern und
hier in den Durchgangslagern des Landes, der Landesarbeitsämter. Was die medizinische Untersuchung in den Grenzdurchgangslagern angeht, so hat die Wiener Kollegin Eva Halama das intensiv untersucht. Offiziell sollten diese Untersuchungen verhindern, dass Seuchen wie Fleckfieber verbreitet werden. Dies leitete sich aber eher aus einer imaginierten, denn aus einer medizinischen Bedrohung ab. Der osteuropäischen Bevölkerung wird Unreinheit als kultureller Charakterzug unterstellt. Da kommen wir zum Rassismus, den Frau Klauning vorhin schon erwähnt hat. Die zu Untersuchenden kamen von ihrer Seite, von der schmutzigen Seite in das Lager und kamen dann auf dem Weg nach Deutschland in die saubere Seite. Sie kamen aus einer schmutzigen Welt in eine saubere und wurden als Menschen erniedrigt bzw. entmenschlicht. Sie wurden wie Vieh behandelt. Zu den solchen hygienischen Maßnahmen gehörte auch, dass sie sich nackt ausziehen mussten. An den behaarten Stellen wurde nach Ungeziefer gesucht und ihnen wurden die Haare überall am Körper geschnitten. Es war irgendwie, sagte eine Zwangsarbeiterin, es war irgendwie eine Erniedrigung des menschlichen Stolzes und Lebens. Das Gefühl der Scham wurde bewusst missachtet. Die medizinische Beschau und die Entlausungsprozedur veränderten das Selbstempfinden der Zwangsarbeiterinnen, fasste Eva Halama zusammen. Wenn sie dann hier in Berlin-Brandenburg angekommen waren, das nächste käme jetzt, wartete auf die hier versteppten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter das Durchgangslager des Arbeitsamtes. Auch hier gab es wieder eine solche medizinische Untersuchung, Desinfektion, Registrierung durch das Arbeitsamt, einschließlich der erzwungenen Fotos, die Sie alle kennen. Schließlich wie auf dem Sklavenmarkt die Übergabe an den künftigen Arbeitgeber. Sie kennen alle die ab 1942 errichteten Lager Rehbrücke bei Potsdam für Westarbeiterinnen und das Lager Wilhelmshagen für Ankommende aus dem Osten. Doch es gab vorher auch Durchgangslager des Arbeitsamtes, wie etwa im südlich von Berlin gelegenen Blankenfelde, was Sie vorhin angesprochen haben. Es gab das Reichsbahnlager Priesterweg als Durchgangslager und eben auch hier in der Nordmarkstraße. Im Prenzlauer Berg, in der heutigen Fröbelstraße, stand seit 1886 das größte Berliner Obdachlosenasyl, genannt die Palme. Der Gebäudekomplex lag an der heutigen Prenzlauer Allee zwischen dem Diesterweg und der Fröbelstraße, die eben auch zwischendrin Nordmarkstraße hieß. Das städtische Obdach wurde 1940 zum städtischen Krankenhaus Prenzlauer Berg beziehungsweise Nordmark-Krankenhaus und von Anfang an besaß das städtische Obdach auch eine Desinfektionsanlage, die noch Jahrzehnte später die größte Desinfektionsanlage ihrer Art in Berlin war. Das war sicher einer der Gründe, dass hier im Mai 1940 ein Erfassungslager des Arbeitsamtes eingerichtet wurde. Es soll sich im Saalbau des Obdachlosenasyls befunden haben und dort sollen allein zwischen Februar 40 und März 1941 über 100.000 ausländische Zwangsarbeiter erfasst worden sein. Auch wenn die primäre Funktion dieser Durchgangslager die Erfassung neu rekrutierter Zwangsarbeiter und deren Vermittlungen
Arbeitgeber war, so unterstreiche ich nochmal. Es ging darum, die Ausländer als mögliche Träger von Schmutzkrankheiten zu diskriminieren bzw. zu stigmatisieren. Durch entwürdigende Desinfektions- oder Entlausungsmaßnahmen wollte man ihre Würde brechen. Aber damit war es nicht vorbei. Auch im Laufe ihrer Zwangsarbeit in Berlin konnten sie mehrfach zur Entlausung etwa in die Nordmarktstraße gebracht werden. Anfang des Jahrtausends brachte Klaus Leutner diese Lagerliste aus Kreuzberg ins Gespräch. Sicher kennen Sie diese. Es ist eine Auflistung der Ausländerlager mit Adresse, Betreiber, Lagerleiter, Zahl und Nationalität der Bewohnerinnen und das zuständige Polizeirevier. Das Polizeiamt Mitte hatte diese Listen an die Bezirksgesundheitsämter Tiergarten, Mitte und Kreuzberg geschickt und immer wieder abgedatet. Die Zahl der darin in Kreuzberg nachgewiesenen Zwangsarbeiterlager beträgt insgesamt 365. Das ist das 13-fache der in der Bibel der Zwangsarbeiterlager-Topographie von Kubatzki erwähnten 28 Kreuzberger Lager. Und was machten die Bezirksgesundheitsämter damit? Sie nahmen sie als Grundlage für die seuchenhygienischen Maßnahmen, also Beaufsichtigung und Kontrolle der Lager. Amtsärzte wurden losgeschickt, um nach den hygienischen Verhältnissen zu schauen. Aus den Beschreibungen lässt sich herauslesen, in welchen unhygienischen Verhältnissen die Menschen zusammengepfercht wurden. Vielleicht schauten die Amtsärzte auch nach den vorgeschriebenen Krankenstuben oder Baracken. Das hier ist eine Liste, wo dann steht, welche Wanzenläuse, Kopfläuse, Flöhe zu finden sein. Und zumindest einmal 1944 wurde auch die Nordmarktstraße als Entlausungseinrichtung genannt. So, was hat es mit Pankow zu tun? Es ist davon auszugehen, dass solche Listen in allen Berliner Bezirken existierten. Dass alle Berliner Polizeiämter diese Listen an die Bezirksgesundheitsämter schickten und dass überall damit gearbeitet wurde. Die für Pankow habe ich leider noch nicht gefunden, aber ich habe immer noch Hoffnung. Vor 20 Jahren fand Kurt Pagenstecher im ehemaligen Stasi-Archiv in Hoppegarten eine Lagerliste des Berliner Hauptgesundheitsamtes. Die kennen Sie sicher auch. Das Hauptgesundheitsamt forderte 1942 alle bezirklichen Gesundheitsämter auf, die bekannten Lager aufzulisten, einen Überblick über die Betreuung durch die Ärzte aufzustellen. Bis Frühjahr 1943 wurden über 1000 Lager gemeldet, davon 84 aus dem heutigen Bezirk Pankow. Für die meisten Lager sind Ärzte gemeldet, welche für die Behandlung der Patienten zuständig waren. Zum einen private Ärzte, Niederklassenärzte. Größere Lager hatten Lagerärzte. Diese waren ebenso wie die Werksärzte, auf die ich hier nicht weiter eingehe, im Krankheitsfall für die Patientinnen zuständig und hatten dafür zu sorgen, dass die Arbeitsfähigkeit so schnell wie möglich wiederhergestellt wurde. Das nächste Beispiel. Bei meiner Suche nach Belegen für die Tätigkeit der Lagerärzte fand ich dieser Tage im Landesarchiv dieses Dokument. Eine polnische Zwangsarbeiterin, ich habe leider unten den Namen nicht getilgt, aber Sikorska kommt ziemlich häufig vor, deswegen habe ich da nicht so große Bedenken. Eine polnische Zwangsarbeiterin lebte im Reichsbahnlager Karow und musste in Felden arbeiten. Ich glaube, das sind ein paar Kilometer entfernt, ich weiß gar nicht genau, wie weit das ist.
In den Monaten September bis November 1944 fehlte sie wiederholt bei der Arbeit. Sie war offiziell nicht krankgeschrieben, aber, Zitat, sie wählt sich ihre Krankenhausbehandlung auf von uns verbotene Art und geht zur Klinik oder sonst wohin. Also sie ist krank, aber der Lagerarzt will sie nicht krank schreiben und deswegen kriegt sie Schikanen. Ganz im Gegenteil, Lagerarzt Dr. Schönebeck beschimpft sie als Drückebergerin, die sich ihrer Arbeit entziehen wolle. Und damit trug er dazu bei, sie bei der Gestapo auszuliefern, die sie für 8 Wochen in ein Arbeitserziehungslager stecken wollte. Arbeitserziehungslager sind Konzentrationslager der Gestapo, in denen Leute von der Arbeit weggenommen und eben 8 Wochen lang malträtiert wurden, um danach als abschreckendes Beispiel wieder an die Arbeitsstelle zurückgeschickt zu werden. So, damit sind wir von einer Schnittstelle zwischen Zwangsarbeit und Gesundheitswesen einen Schritt weiter gekommen, hin zur Gesundheitsversorgung im Krankheitsfall. Jetzt habe ich wieder einen Satz über Lagerärzte, den ich weglasse, und ihre Funktion. Allerdings galt die Regel, dass Arbeitsunfähige wieder in die Heimat geschickt wurden für die entsprechenden Untersuchungen. War ja auf dem Hinweg von der Rekrutierung im Arbeitsort bis zum hiesigen Durchgangslager des Arbeitsamts zuständig. Wenn dann aber die Arbeitgeber feststellten, dass die Person zu krank war, kam sie zurück in die Hände des Arbeitsamtes zum Rücktransport. Einschub. Jetzt will ich mal einen Einschub machen zu Schwangerschaften, denn ähnlich verhielt es sich mit Schwangeren. Schwangere sollten anfangs gar nicht ins Deutsche Reich zur Zwangsarbeit kommen. Und wenn sie hier schwanger wurden, dann wurden auch sie zurückgebracht. Ich will hier gar nicht auf die damit verbundene Problematik in dem ganzen Verlauf eingehen. Es gab zum Beispiel Unterstellungen, dass Polen absichtlich schwanger werden, um aus der Zwangsarbeit zu entkommen. Schwangerschaft von Zwangsarbeiterinnen galt als Sabotage am Arbeitsplatz und sie konnten ja auch in der Heimat Negatives über ihre Arbeit im Deutschen Reich berichten. Um mehr über die Geburten von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiterinnen zu wissen, müssen wir zunächst einmal die Geburtenbücher der zuständigen Standesämter durchschauen. Und Sie wissen, wie restriktiv die Ämter im Sinne des Datenschutzes agieren und wie wenig wir da reinschauen dürfen. Allerdings nach langem Bohren ist es Herrn Roder gelungen, dass ich das Pankower Geburtenbuch einsehen durfte. Zahlreiche Ausländerinnen, vor allem Westarbeiterinnen, aber auch Deutsche, kamen zur Entbindung in das Heim Breite Straße 46/47. Da habe ich nicht weiter nachgesucht. Geburten in Krankenhäusern, wie ich sie aus anderen Bezirken kenne, fand ich in Pankow im engeren Sinne nicht. Polinnen und Ostarbeiterinnen brachten in Pankow in der Regel ihre Kinder in Lagern zur Welt. Krankenhausentbindungen gab es wohl im Krankenhaus Prenzlauer Berg, was wir vorhin hatten, aber da bin ich noch nicht so weit. Ich möchte ein besonderes Lager vorstellen. Ja. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion und im Einsatz von Ostarbeiterinnen nahm das, ja, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, das Bild sollte die ganze Zeit über erscheinen, wo ich nicht über Buch gesprochen habe und nicht über die Lagerlisten. Jetzt kommt schon das Nächste. Ja. Also,
nach dem Überfall auf die Sowjetunion und dem Einsatz und dem massenhaften Einsatz der Ostarbeiterinnen nahm das Problem der Schwangerschaft nochmal eine ganz andere Dimension an. Die Seite der Arbeitgeber wollte ja auch nicht unbedingt auf die angelernten Arbeiterinnen verzichten. Also verbot Fritz Sauckel 1943 die Abschiebungen von Schwangeren in ihre Heimat, weil so wertvolle Arbeitskraft verloren ginge. Es kam zu Zwangsabtreibungen. Heinrich Himmler verfügte 1943, dass nach der Entbindung die Kinder von den Müttern getrennt werden und in Ausländerkinderpflegestätten der einfachsten Art verbleiben sollten. Und dort sollten sie zu Tode gepflegt werden. Seit ich vor 20 Jahren anfing, mich mit Zwangsarbeit zu beschäftigen, habe ich in Berlin hier vergeblich danach geschaut. Meist vergeblich, bis auf eine Einrichtung in Pankow. Und wenn Sie in Ihren Forschungen da noch Spuren dazu finden, ich bin ganz Ohr. Also, Sie haben schon gelesen, in der Zwischenzeit, die Reichsbahndirektion Berlin ordnete im Juni 1943 an, dass schwangere Ostarbeiterinnen etwa 2 bis 3 Wochen vor der voraussichtlichen Niederkunft in das Lager Karow zu überweisen und dort im Lagerarzt vorzustellen sind. Dort müssen sie zunächst leichtere Arbeiten verrichten, durften aber dort wohnen und essen dafür und erhielten keine Lohnfortzahlung. Nach der Entbindung und der Stillzeit mussten sie wieder zum Arbeitseinsatz. Ihre Kinder verblieben im Lager Karow, wo sie, Zitat, durch geeignete Kräfte verwartet und betreut werden sollten. Im Geburtenbuch Pankow fand ich 103 Kinder, die in diesem Lager geboren sind, und 37 Kleinkinder, meist aus dem Lager, die dort auch verstorben sind. Vor allem an allgemeiner Körperschwäche, Brechdurchfall, Lungenentzündung, Nährschaden, Kreislaufschwäche, Ernährungsstörung, Lebensschwäche. So, kranke und arbeitsunfähige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, welche sich in unzureichendem Kräfte- und Gesundheitszustand befinden, Zitat, und damit durch häufiges Kranksein, den Arbeitsgang nur unnötig belasten, wurden in der ersten Zeit dem Arbeitsamt zurückgegeben. Spätestens ab Sommer 1940 stand die Frage nach den Kosten dafür im Raum. Lohnt es sich nicht eher, kranke Arbeitskräfte hier aufzupäppeln und dann wieder arbeiten zu lassen? So fand man die Lösung, dass eine Abschiebung erst dann erfolgen sollte, wenn in voraussichtlich 2 Wochen eine Wiederherstellung der Gesundheit nicht zu erwarten ist. Bloß, was macht man in den 2 Wochen mit den Kranken? Sollen sie in ein Krankenhaus? Man muss sich ja intensiver um sie kümmern. In dem Krankenhaus, wo sie mit deutschen Volksgenossen zusammen sind? Und denen kann man doch nicht zumuten, mit den per se unsauberen Angehörigen eines Feindstaats in einem Zimmer zu liegen. Soll man für Polen ein extra Krankenzimmer reservieren? Und die Deutschen müssen dann auf den Fluren liegen? So wurde im Herbst 1940 hier in Berlin wurden 2 Polenstationen eingerichtet, wo kranke Polen aus ganz Berlin und dem umliegenden Brandenburg behandelt werden sollten. Aus Pankow finde ich darin zum Beispiel polnische Patientinnen und Patienten, die untergebracht waren im jüdischen Waisenhaus, Berliner Straße 120, im Lager des Arbeitsamtes Nordmarkstraße 15, Bergmannlager, Wilhelmsruh,
Polinnen, die bei Blankenfelder Bauern beschäftigt waren. Und natürlich reichten die paar Betten in Neukölln nicht für die vielen, vielen Polen, die hier krank waren. Das bedeutete, dass diese während des gesamten Krieges auch in städtischen Krankenhäusern aufgenommen wurden. Aus dem Krankenhaus Prenzlauer Berg habe ich leider keine Patientenunterlagen. Nur aus dem Sterbebuch des zuständigen Standesamtes kann ich einige Daten herleiten. Und in den Sterbebüchern findet man nur die Spitze des Eisbergs, nämlich die Krankheiten, die tödlich verliefen. Auch in Ihrem Bezirk wurden ja sicher schon Sterbebücher ausgewertet. Und ich muss nicht so detailliert darauf eingehen. Es finden sich vor allem Patientinnen aus der Sowjetunion, aus Polen, Tschechien, Jugoslawien, Frankreich, Belgien, Niederlande. Und der Befund ist so ähnlich wie hier, dass in den ersten Jahren Krankheiten dominieren, die durch mangelnde Hygiene bedingt sind. Ruhe, Typhus, später verstärkt Lungentuberkulose bis hin zur offenen Lungentuberkulose. Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Ihr Erreger, das Mycobacterium tuberculosis, wurde im späten 19. Jahrhundert von Robert Koch entdeckt. Ein Drittel der Menschheit trägt Tuberkulosebakterien in sich. Das ist im Prinzip nicht weiter schlimm. Wenn der Körper in der Lage ist, sich gegen die Bakterien zu wehren, dann umschließt er sie mit Gewebe und bildet kleine Knötchen, lateinisch Tuberculum. Mit dieser inaktiven Tuberkulose lässt sich lange und gut leben. Kann der Körper das Bakterium nicht stilllegen, spricht man von einer aktiven Tuberkulose. In der Regel greift sie die Atmungsorgane an, vor allem die Lunge, kann aber auch auf andere Organe übergehen. Ist sie so weit fortgeschritten, dass die Erkrankten Bakterien aushusten, spricht man von offener Lungentuberkulose. Diese kann dann durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Tuberkulose ist schon seit der Antike bekannt, weltverbreitet. Als Mittel dagegen wurden in den hippokratischen Schriften Ruhe, vernünftige Lebensweise, Diät, Bäder und vor allem Heiterkeit empfohlen. Wie gesagt, Medikamente. Nein, habe ich noch nicht gesagt. Robert Koch entdeckte den Erreger und versuchte auch ein Medikament, aber es gab keine effektiven Medikamente bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Im Dritten Reich wurde Tuberkulose als Bedrohung für den gesunden Volkskörper gewertet. Offen Lungentuberkulöse galten als Gefährdung der Gemeinschaft. Letzten Endes führten solche Klassifikationen dazu, dass Tuberkulöse als asozial eingeordnet wurden. Und das war damals ein tödlicher Stempel. Spätestens 1943 ist der Krankenmord von Tuberkulosepatienten auch im Deutschen Reich erörtert und ab Mitte 1944 für Hessen systematisch die systematische Tötung dokumentiert. Davon waren vor allem osteuropäische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen betroffen. Bei deren katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen kann wirklich nicht von Ruhe, vernünftiger Lebensweise, Diät, Bädern und vor allem Heiterkeit die Rede sein. Also, nachdem verstärkt Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion nach Deutschland verschleppt worden waren und zum Einsatz kamen, nahm die Frage der Krankenbehandlung eine neue Dimension an.
Dazu kam ein immer stärker um sich greifender Tuberkulose. Man hatte auch eingestanden, dass der Krankenhausaufenthalt nicht nur 2, sondern 3, später 6, für Ostarbeiter gar 8 Wochen dauern kann. Im Frühjahr 1942 begann man reichsweit Ausländerkrankenhäuser, Russenkrankenhäuser einzurichten. Für Berlin wurde in dem ehemaligen Durchgangslager Blankenfelde, hier noch in der Bauphase fotografiert, südlich der Stadt das Ausländerkrankenhaus Malo eingerichtet, das inzwischen gut erforscht ist. Darin sollten, ich zitiere, alle schwerkranken und seuchenkranken Ausländer der Reichshauptstadt und des Kreises Teltow sowie solche Kranken, Vagabunden und andere Asoziale, die in den öffentlichen Krankenhäusern zu einer Belästigung und Beunruhigung der Zivilbevölkerung führen würden, die sollten dorthin kommen. Im Ausländerkrankenhaus Malo fand ich rund 1500 Verstorbene aus Berlin und Umgebung, natürlich auch Pankow. Rund 345 Kinder erblickten dort das Licht der Welt. Während Malo eine eigenständige Einrichtung war, war es sonst üblich, dass Ausländerkrankenhäuser eingerichtet wurden, die einem Mutterhaus unterstanden, zum Beispiel hier in der Kreuzberger Gräfestraße 85, da war eine Schule, die wurde als Abteilung des Urban-Krankenhauses eingerichtet, 2 Hilfskrankenhäuser, eines für Franzosen und eines für Ostarbeiter. Dort verstarben, um einige zu nennen, an Tuberkulose im Oktober 1944 ein Serbe, der bei der Merano-Schuhgesellschaft in der Pappelallee beschäftigt war, oder ein Franzose von der Weißenseer Gummifabrik Holzberg. Also diese Akten hatte ich gerade in den letzten Tagen in der Hand. Das Nächste. Während des Zweiten Weltkriegs gab es in Berlin mindestens acht Krankenhäuser, das in Malo, die beiden in der Gräfestraße, das GBI-Krankenhaus Kaulsdorf. Ich habe noch ein Lazarettlager mit Hilfskrankenhaus in der Wilmersdorfer Kuhnhofstraße zugefügt. Es gab 2 Siemens-Ausländerkrankenhäuser in Blankenburg. Das Blankenburger Lager wurde 2-mal als Ausländerkrankenhaus genutzt und ein Ausländerkrankenhaus Eberswalder Straße. Auf die unteren 3 komme ich gleich noch zu sprechen. Also am Bahnhof Blankenburg, das zeigt das nächste Bild, baute die Stadt Berlin während des Krieges ein Wohnlager für die bei ihr beschäftigten Arbeiter, für die beschäftigten Ausländer und Ausländerinnen bei der BVG, bei der Straßenreinigung, ferner für die Berliner Gaswerke, für die Müllbeseitigungsbetriebe, nicht nur in Pankow, sondern im gesamten Stadtgebiet. 1700 Plätze, davon ist die Rede. Und dass einige Gebäude noch stehen, hat Frau Klaunig schon gesagt. In diesem Wohnlager wurde von Anfang Juli bis Oktober 1943 ein Behelfskrankenhaus betrieben. Mutterhaus war das Bucher Dr. Heim Krankenhaus. Es sollte aus der inneren Abteilung mit 240 Betten 3 Stationen bestehen. Diese Tuberkulosestation war zwar nicht nominell, aber de facto ein Ausländerkrankenhaus. Im Sterberegister des Standesamtes sind rund 40 Ausländer eingetragen, die in der genannten Zeit verstorben sind. Todesursache fast ausnahmslos offene Lungentuberkulose. Als dieses Krankenhaus im Oktober 1943 aufgelöst wurde, kamen dann die dort Beschäftigten in die Gräfestraße, in das Neuköllner Krankenhaus Elbestraße,
und sicher noch in weitere Krankenhäuser. Die beschäftigten Ausländerinnen, für die habe ich Unterlagen. Das nächste. Wenn Sie sich Krankenunterlagen anschauen, dann finden Sie sicher solche Dokumente. Eine 16-jährige Ukrainerin war in der Kreuzberger Simeonstraße untergebracht, Lager von DTW, kam mit offener Lungentuberkulose in das Krankenhaus Blankenburg, wurde dann bei der Auflösung des Ausländerkrankenhauses Blankenburg in das Neuköllner Hilfskrankenhaus Elbestraße verlegt, wo sie dann am 7. Dezember 1943 verstarb. In ihrer Krankenakte ist ein vielsagender Vermerk enthalten, der so oder ähnlich in so vielen Krankenakten von Zwangsarbeiterinnen steht. Patientin ist Ausländerin, eine Anamnese nicht zu erheben. Aus sprachlichen Gründen waren die deutschen Ärzte also nicht einmal in der Lage, eine gründliche Untersuchung der Kranken durchzuführen. Also, Blankenburg diente von Juli bis Oktober 1943 zum ersten Mal als Ausländerkrankenhaus, ein Jahr später nochmal, und zwar als Abteilung des Bucher Hufeland Krankenhauses. Von November 1944 bis Kriegsende wurde in dem Wohnlager eine Abteilung des Hufeland Krankenhauses eingerichtet für Absonderungsfälle, wie es ausdrücklich steht. In dieser Zeit verstarben dort 158 Zwangsarbeiter, nur Männer. Ja, die Hälfte von ihnen Ostarbeiter, die anderen Nationalitäten spare ich mir. Auch meist an offener Lungentuberkulose. Professor Hans-Peter de Ruyter von der Minnesota State University, College of Allied Health and Nursing, also Gesundheit und Nursing. Pflege. Genau, Gesundheit und Pflege. Fragte mich vor circa 7 Jahren nach seinem Onkel, der am 31. März 1945 dort verstorben war. Als Experte im medizinischen Gebiet war ihm aufgefallen, dass die Zeit zwischen Krankmeldung und seinem Tod sehr kurz war. Bei Tuberkulose dauert der Tod viel länger. Er fragte mich, ob in Blankenfelde vielleicht Krankenmord praktiziert wurde. Nach meinem damaligen Stand hielt ich das für sehr unwahrscheinlich. Er zeigte mir aber den Schriftverkehr mit dem Onkel, den er im Nachlass seiner Mutter gefunden hatte. Seitdem möchte ich die Vermutung nicht mehr aufschließen. Ein lange unbekanntes und bisher unerforschtes Ausländerkrankenhaus stand in der Eberswalder Straße. Die Stadt Berlin hatte 1912 hier ein ehemaliges Exerziergelände gekauft, das vor allem für Sportzwecke genutzt wurde. In den 20er Jahren wurden dort 4 Baracken gebaut, eine Freiluftschule als Teil des Ambulatoriums für tuberkulöse Kinder. Adresse Eberswalder Straße 37 bis 52. Offenbar wurde in diesen Baracken im November 1944 eine Abteilung des Krankenhauses Prenzlauer Berg untergebracht, als Ausländerkrankenhaus auch für Absonderungsfälle. Ich fand, dass dort 67 Ostarbeiter verstorben sind und zu diesem Krankenhaus ist noch etliches zu forschen. Als man die Ausländerkrankenhäuser einrichtete zur Behandlung der Ostarbeiter, ließ man Ärzte
brachte man Ärzte aus der Sowjetunion nach Deutschland und brachte sie zu einem Crashkurs in Jena. Dort haben sie verschiedene medizinische Fächer nochmal anhören müssen, wurden geschult in Organisation der Gesundheitsführung, der Partei, dem Aufbau von Krankenkassen, der Aufgabe der Ärzte in der Industrie und in der deutschen Sprache. Nach einigen Wochen sollten sie eben in diesen Ausländerkrankenhäusern und Krankensammellagern zum Einsatz kommen. Ich habe bislang nur eine Akte zu solchen Kursen gefunden. Es gab sicher noch mehrere. Die gesamte medizinische Versorgung im Dritten Reich kam nicht ohne Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus. Die Ärzte und das Pflegepersonal in den Ausländerkrankenhäusern habe ich schon angesprochen, aber auch in städtischen Kliniken, beim Roten Kreuz, bei niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten. Bekannt sind die niederländischen Medizinstudenten, die fast wie Ärzte eingesetzt wurden. Die waren fast fertig mit ihrer Ausbildung. Die sollten aber andererseits auch bei Bombenangriffen die Patienten in den Keller transportieren. In Krankenhäusern wurden Ausländerinnen als Pflegehelferinnen eingesetzt, Hilfspersonal für Hausmeister, als Heizer in der Küche oder als Wäscherinnen. Sie können davon ausgehen, dass jedes Krankenhaus in Ihrem Bezirk, was Sie genauer untersuchen, Spuren aufweist. Und ich habe das mal für die Charité untersucht, die ja auch im Buch während des Krieges zu Hause war. Ein letztes Beispiel. Wieder aus dem Ausländerkrankenhaus Blankenburg, Hufeland-Krankenhaus. Ein 18-jähriger Ostarbeiter kam im Dezember 1944 als Hausdiener in das Ausländerkrankenhaus. Wenige Tage vor Kriegsende kam es zu einem Vorfall. Das Personal erhielt offenbar nichts zum Essen. Er meinte, das sei keine Art, die Menschen zu behandeln, und wenn er kein Brot bekäme, dann arbeite er auch nicht. Besonders schlimm empfand es der zuständige Oberarzt, Dr. Kellner, dass sein Auftreten selbstbewusst nicht gerade bescheiden war. Dadurch könnten die übrigen Zwangsarbeiterinnen aufgewiegelt werden. Außerdem erlaube er sich, über alle und alles lustig zu machen. Dies wirke sich auch auf die anderen aus. Und noch schlimmer, unter den Zwangsarbeitern gäbe es schon die Auffassung, die Deutschen könnten ihnen gar nichts mehr machen. Die Bucher Verwaltung schrieb daraufhin an die Gestapo, es sei unverantwortlich, ihn noch länger im Ausländerkrankenhaus Blankenburg zu beschäftigen, und bat darum, ihn abzuführen, sofort abzuführen und in einen geeigneten Erziehungslager zu bestrafen. Ob er die Kriegstage noch überleben konnte, weiß ich nicht. So, nächstes Bild. Nun zum letzten Punkt. Das Krankensammellager Blankenfelde Nord. Ich hatte erwähnt, dass es auch im Süden Berlins ein Blankenfelde gab, was eine Zeit lang als Durchgangslager fungierte und wo dann bald das Ausländerkrankenhaus Marlow reinkam. Und in Abgrenzung zu diesem Blankenfelde Süd nannte man das oben im Norden Pankows Blankenfelde Nord. Ich habe dargestellt, wie Menschen aus Osteuropa durch die Arbeitsverwaltung, Moment, ich pack's gerade weg, wie Menschen aus Osteuropa durch die Arbeitsverwaltung nach Berlin geschleppt wurden, wie sie dann zur Arbeit kamen und dann hier in so einem gewissen medizinischen Kreislauf drin waren, bei ihrem Arbeitgeber mit Krankenhäusern, eventuellen Einrichtungen, die für die Verwaltung zuständig sind. Aber wenn sie so krank waren, dass sie nicht mehr wiederhergestellt wurden, kamen sie zurück in die Hände der Arbeitsämter.
Diese richteten ab, na, meine Stimme geht gerade weg, Entschuldigung. Die Arbeitsämter richteten ab Mitte 1942 im Deutschen Reich Krankensammellager ein, Rückkehrersammellager, von wo aus die Schwerstkranken in ihre Heimat zurückgebracht, also abgeschoben werden sollten. Das für Berlin und Brandenburg zuständige Lager lag in Pankow, Blankenfelde Nord. In ihrer Heimat, was heißt das? Als Blankenfelde Nord eröffnet wurde, telefonierte ein Siemens-Mitarbeiter mit dem zuständigen Arzt des Arbeitsamtes. Dieser meinte, dass die zurückgeführten Russen in ein Sammellager überführt werden, das unter Umständen sehr weit von der Heimat entfernt liegen kann, aus der der russische Ostarbeiter entkommen ist. Es ist also sehr fraglich, ob die zurückgeführten Arbeiter in absehbarer Zeit ihre Heimat erreichen können. Also abschieben und nicht mehr drum kümmern. Das nächste. Blankenfelde Nord hatte verschiedene Funktionen, die ich hier aufgelistet habe. Ein Lager für Kriegsgefangene. Es kamen nach dem Überfall auf die Sowjetunion Zivilinternierte dorthin, also Seeleute, die mit ihren Schiffen gerade in deutschen Häfen festlagen beispielsweise. Dann wurde es genutzt für den Osteinsatz. Ich sollte hier erwähnen, dass ich im Zusammenhang mit Blankenfelde Nord hier einige offene Fragen in die Runde stellen werde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Also zum Osteinsatz tippe ich noch vollkommen im Dunkeln. Blankenfelde Nord wurde dann vom Arbeitsamt angemietet, das im Frühjahr 1942 fast 100.000 Ostarbeiterinnen und Ostarbeiter, zum großen Teil aus der Ukraine, durch das Lager ins Deutsche Reich schleuste. Und dann wurde es zum Krankensammellager des Arbeitsamtes umfunktioniert und blieb dies bis zum Kriegsende. So, jetzt habe ich hier ein längeres Zitat. Okay, der Verfasser ist Walter Gutkelch aus der Zentralstelle für Angehörige der Ostvölker in dem damaligen Ostministerium. Ende September 1942 ist ein mit zum Rücktransport bestimmten Ostarbeitern belegtes Auffanglager in Berlin-Blankenfelde auf Veranlassung der Zentralstelle durch eine gemischtbehördliche Kommission besichtigt worden, wobei empörende Zustände angetroffen wurden. Unter anderem wurde auf einen seinen Notdurft verrichten wollenden Ostarbeiter von dem Wachpersonal einen Schuss abgegeben, ohne dass der anwesende Herr Präsident des Landesarbeitsamtes dagegen Einspruch erhoben hätte. Die Lagerinsassen machten samt und sonders einen verwahrlosten Eindruck. Als Herr Gutkelch dieses Lager besuchte, was für 800 Personen geplant war, lebten dort 1600 Personen, die von dort abgeschoben werden sollten. Und es kam auch ein Zug ab. Doch dann kamen Bedenken. Da die Rückführung dieser Personen im Hinblick auf die Gefahr der Verseuchung ihrer Heimatgebiete mit Gräuelnachrichten politisch nicht zu verantworten ist, wurden Angehörige der Zentralstelle nachgeschickt, nach Brest-Litovsk, um den Transport wenigstens dort anzuhalten
und seine Insassen, je nachdem, einer Festsetzung oder aber einer Nachbetreuung zuzuführen. Wie in diesem Zug Frauen Kinder geboren haben, die während der Fahrt aus dem Fenster geworfen wurden, während in dem gleichen Wagenraum tuberkulöse und geschlechtskranke Personen mitfuhren, wie hier Sterbende in Güterwagen ohne Stroh lagen und schließlich einer der Toten auf der Bahnböschung landete, so dürfte es auch in anderen Rückkehrtransporten mit anderen Rückkehrtransporten bestellt gewesen sein. Diesen Ungeheuerlichkeiten sollte ein Ende bereitet werden. Daher wurden die Rücktransporte mehr oder weniger eingestellt. Ich habe vor langen Jahren noch mal gelesen, dass das Militär die Transportkapazitäten für sich reklamierte und nicht wollte, dass die Personen in Bandengebiete abgeschoben werden. Das habe ich vor langen Jahren gelesen, aber es wuselt im Hinterkopf, ich weiß nicht wo. Wenn jemand von Ihnen die Quelle weiß, bin ich sehr dankbar. Tatsächlich gab es noch einzelne Transporte. Da gab es sicher Kursbücher, Fahrpläne. Die habe ich aber weder bei der Bahn noch im Bundes- oder Landesarchiv gefunden. Und ich hoffe immer, dass Bahnexperten mir dann sagen können, Bernhard, schaut mal hier, da ist was. Blankenfelde Nord wurde zum Sterbelager. Fast 500 Personen verstarben in dem Lager. Weitere 200 Kranke aus Blankenfelde Nord verstarben in den genannten Ausländerkrankenhäusern, vor allem in Marlow und in der Gräfestraße. Und hier meine letzte offene Frage. Es waren Tuberkulosekranke, die aus dem Zyklus, aus dem medizinischen Zyklus rausgenommen, herausgekickt waren, hin zum Arbeitsamt, weil sie nicht mehr für die Arbeit verwendet werden konnten. Aber wieso kamen sie dann doch wieder ins städtische Krankenhaus? Seit langen Jahren vermute ich, dass an ihnen möglicherweise Tuberkulose-Medikamente ausprobiert werden sollten. Aber hierzu fehlt mir bislang noch jeder Beleg. So, nun bin ich am Ende angekommen. Ich danke Ihnen. Statt noch einmal zu resümieren, gebe ich das Wort an Herrn Roder, der über das Gedenken zu Blankenfelde berichten wird. Weil es könnte ja, es ist garantiert so, dass aus dem Publikum auch noch eventuell Fragen sind. Trinken Sie mal erstmal einen ruhigen Schluck. Hat jemand zufällig irgendwie einen Hustenbonbon dabei oder so? Damit wir Herrn Brembergers Stimme noch etwas aktivieren können. Ich habe eins dabei. Sonst holen Sie sich gerne einen Stuhl. Gibt es Fragen an Bernhard Bremberger? Herr Neumann. Ich habe eine konkrete Frage zum Ausfällen nach dem Krankenhaus hier an so einer Straße. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Wagenlager gewesen, auf dem ihr mein Exer, also auf dem Exerzierplatz. Ja. Das heißt, es gibt dann quasi keine Spuren mehr davon, aber es gibt eine Erwähnung in Akten. Wo findet man diese Akten? Und, oder liegen die sogar hier in der Museum? Oder wo findet man mehr zu den Spuren? Habe ich keine mehr gefunden. Und ich habe auch Akten im Landesarchiv zu diesem Standort durchgeschaut und ich glaube, die sind alle beseitigt und überbaut worden. Und die Spuren zum Ausländerkrankenhaus Eberswalde finden sich im Sterbebuch des Standesamtes Pankow, finden sich in den Mitteilungen des Hauptgesundheitsamtes vom November 1944. Mir fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, das sind die wichtigsten. Gibt es weitere Fragen oder vielleicht auch Kommentare oder Anmerkungen an Herrn Bremberger? Ich bin ja noch im Haus. Herr Borchers. Mit Mikrofon. Ich wollte fragen, ob Sie Berichte gefunden haben über die Behandlung aus Sicht der Patienten, also von Ausländern,
Ausländerinnen, die die Behandlung überlebt haben und wie sie davon berichtet haben. Also wie sind die Menschen behandelt worden? Nicht in Pankow, aber sonst schon. Und? Nicht in Pankow, aber aus anderen Bezirken. Was sagen die Menschen? Einen Bericht habe ich in dem Buch über Werner Gutsche abgedruckt, aus der Polenstation des Krankenhauses in Köln. Das waren fürchterliche, desolate Verhältnisse gewesen. Und ich kann mich gerade an einen Bericht erinnern, der in einer der Publikationen von Frau Kahl stand. Ich glaube, der Holländer fühlte sich recht wohl in dem Zimmer, in dem er gelegen hat. War ja auch eine Ausnahme von der Zwangsarbeit. Zu weiteren muss ich nachdenken. Ja, wenn Sie im Moment, Bernhard Bremmer gesagt, ja, er ist noch da, keine weiteren Fragen haben, dann würde ich bin ja daraufhin auch schon angesprochen worden, nochmal auf den zuletzt dargestellten Ort ein bisschen insofern eingehen. Ich bin gebeten worden, nochmal aus den Projekten, die im Bezirk Pankow im Moment sich mit dem Thema beschäftigen, beispielhaft einige zu erwähnen. Und das Krankensammellager Blankenfelde ist ein Ort in unserem Bezirk, der fast in Brandenburg liegt, nur um das vielleicht einzuordnen, am Naturpark Barnim, am Rande des Naturparks Barnim liegt. Dahinter kommt noch Schilde und das ist dann schon Brandenburg. Dieser Ort ist in vielfacher Hinsicht das Gelände des ehemaligen Lagers, auch nach der Demontage der Baracken stark überformt worden. Man muss dazu wissen, dass Blankenfelde ein Dorf ist, was eng verknüpft ist, auch familiär eng verknüpft war mit Lübars. Aber eben beide Orte durch den Mauerbau voneinander getrennt worden sind, auch unterschiedliche Entwicklungen seitdem durchgemacht haben. Und Blankenfelde eben bis zur Maueröffnung am Rande lag, das einzige, Rico, ich weiß nicht, ob du dieses Bild, hast du das noch von dem Luftbild, könntest du das nochmal zeigen? Das einzige, was sozusagen, es war ja Grenzgebiet, es konnte also nicht, man konnte nicht das Lager selber betreten, es gab dort eine Buswendespur, das war sozusagen das einzige, was die Urbanität bis 1990 an diesen Ort gebracht hat. Erst dann nach dem Mauerfall und nach der Beräumung eines Teils dieses Lagergeländes von der Berliner Mauer, denn Sie wissen, die letzte Ausbaustufe ab Mitte der 70er Jahre sah eben eine sehr große Tiefenstaffelung mit dieser üblichen Hinterland- und Vorderlandmauer, wie wir sie ja auch hier aus dem Stadtgebiet kennen. Und ein Teil des ehemaligen Lagergeländes ist eben durch diesen Mauerbau brachial und damit auch, das ist ja heute auch ein Naturschutzgebiet, überformt worden. Es ist dann aber sehr schnell von Lübars aus, von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die da teilweise auch in einem Verein, Labsal, organisiert waren, die Initiative ergriffen worden, sich näher mit diesem Ort zu beschäftigen, mit seiner Geschichte. Vielleicht muss ich noch erwähnen, dass wie kamen die dort hintransportierten, ja im großen Stil auch Frauen, aber Bernhard Bremberger hat ja auch noch auf andere Phasen hingewiesen als Durchgangslager, wie kamen die dorthin? Es gab einen eigenen Bahnhof, eine Anschlussstelle der jetzt wieder reaktivierenden Heidekrautbahn. Also das ist sozusagen infrastrukturell, wird das sicherlich auch mit der Anlage dieses Lagers dort zu tun gehabt haben. Gleichwohl war sozusagen der Beginn des Lagers gar nicht
durch ein fertiges Barackenlager gekennzeichnet, sondern durch eine Gaststätte, wie so an vielen, vielen Orten in Berlin, wo eben die Geschichte von Zwangsarbeitern vor Ort auch begannen. Dieses bürgerschaftliche Engagement hat dazu geführt, auch den Bezirk Pankow darauf hinzuweisen, dass es eigentlich nicht angehen kann, dass dieser Acker lediglich im Herbst bevorzugter Ausflugsort für Familien ist, die dort ihre Drachen steigen lassen. Es gab zu dem Zeitpunkt auch schon Informationen, nicht zuletzt eben auch durch die Forschung von Bernhard Bremberger, der eben sehr früh schon angefangen hat, sich auch mit diesem Ort zu beschäftigen. Ein erster Meilenstein in der Kennzeichnung dieses Ortes war dann 2006 oder 2008 im Frühjahr, wo wir über die Gedenktafelkommission des Bezirks dort eine vorläufige Informationstafel aufgestellt haben, immer mit der Absicht, dass dieser Ort eine weit über den Bezirk hinaus von Bedeutung, also das hat Bernhard Bremberger eben ja gerade auch ausführlich beschrieben, dieser Ort war eben nicht nur irgendein Lager, wo Bewohnerinnen, die in irgendeinem Industriebetrieb arbeiten mussten oder so, sondern dass dieses Lager hat eben, er hat es ja auch so drastisch beschrieben, bis 1945, es war ein Sterbelager, also, und hatte überregionale Bedeutung. Also es war immer klar, dass wir hier auch als Museum Pankow über einen Ort reden, der es auf jeden Fall wert ist, erforscht zu werden, weil er eben Teil in dieser Zwangsarbeitssystematik bis 1945 war. Was ich Ihnen heute eigentlich zeigen wollte, ich hatte auch noch drei Bilder vorbereitet, die Ihnen so ein bisschen die Aktivitäten der letzten Jahre illustrieren sollen. Eigentlich war heute Abend geplant, Ihnen auch eine Publikation vorzustellen, denn es hat vor einiger Zeit einen Bezirksverordnetenbeschluss gegeben, das Bezirksamt möge prüfen, wie man dort an diese Geschichte des Krankensammellagers würdig erinnern kann. Also die Initiative an die Verwaltung doch zu prüfen, ob hier ein Gedenkort möglich ist. Das ist schon ein paar Jahre her und ein wichtiges Argument auch für die Politiker und Politikerinnen waren eben die Aktivitäten dieses runden Tisches Blankenfelde. Heute Abend sind ja auch Vertreterinnen hier, die immer wieder zum Beispiel zum Tag des offenen Denkmals dort vor Ort darauf hingewiesen haben, was dieser Ort für eine Geschichte im Nationalsozialismus hatte, die auch in Zusammenarbeit mit den Schulen, der Grundschule in Lübars und der Grundschule in Blankenfelde Projekte entwickelt hat, auch mit dem Max-Delbrück-Gymnasium in Niederschönhausen. Frau Nack, der treibende Motor als Lehrerin, ist auch heute Abend hier anwesend, sodass wir hier über einen langen, langen Zeitraum auch immer wieder Engagement haben, was auch die Verwaltung im Grunde genommen immer wieder aufgefordert hat, hier etwas zu tun. Und das, was ich Ihnen heute Abend eigentlich vorstellen wollte, ist ein Band, der eine Tagung dokumentiert, die wir genau vor einem Jahr auch mit Unterstützung des Dokumentationszentrums dort vor Ort auf dem Gelände des ehemaligen Stadtgutes, heute ein Mehrgenerationenprojekt, in dem sich auch diese besagte Dauerausstellung von uns befindet. Wir haben dort eine zweitägige Tagung durchgeführt, die im Grunde genommen einen methodischen Dreischritt beinhaltet hat. Wir haben zunächst Bernhard Bremberger damals gebeten, seinen aktuellen Forschungsstand zu referieren. Und das muss man auch wirklich sagen bei diesem Thema. Wir als Museum arbeiten ja auch projektbezogen, aber dieses Thema erfordert im Grunde genommen eine Kreativität der Quellenrecherche, auf die man auf den ersten Blick überhaupt nicht kommt. Und Bernhard Bremberger ist eben in der Lage, ja jetzt über Jahrzehnte hinweg immer wieder Querverbindungen zu schaffen und zum Beispiel auch in der Bewertung dieses ehemaligen Lagers zu neuen Schlüssen zu kommen. Wichtiger Schritt war in der Tat die Auswertung der Standesamtsunterlagen. Und diese Tagung hat diesen Befund durch ihn
nochmal auf den Punkt gebracht. Dann gab es dort Referenten, die sich auch überregional nochmal mit dem Thema NS und Medizin beschäftigt haben. Und in einem zweiten Teil konnten wir durch Fördergelder, und das illustriert so ein bisschen dieses Bild, eine geodätische Untersuchung des Geländes durchzuführen. Denn wenn Sie dort heute sind und nicht wissen, dass das ehemalige Lagergelände ist, auch in der Kubatur, dann ergibt sich das nicht von alleine. Und wir konnten eine Firma beauftragen, die nochmal, also dazu muss ich sagen, wir haben auch 2009 schon mal mit dem besagten Gymnasium und Schülerinnen und Schülern eine Grabung durchgeführt und konnten feststellen, dass die Punktfundamente dieser Holzbaracken zum großen Teil, dass die auch noch im Boden unmittelbar unter der Grasnarbe sind. Aber hier konnten wir uns im letzten Jahr, was viel eleganter ist, ohne zu graben, mit Hilfe dieser Firma, die normalerweise irgendwo im Nahen und Fernen Osten Großaufträge hat und mit modernstem Gerät eben versucht, archäologische, man gräbt eben nicht mehr, sondern man, wenn ich das so salopp sagen darf, durchleuchtet den Boden, haben diese geodätische Prospektion durchgeführt und haben auf der Tagung eben diese Ergebnisse auch vorgeführt. Und in diesem besagten Band, ich habe hier einen Ausdruck, den lege ich nachher hier mal hin, wen das interessiert, der kann das gerne mal durchblättern. Es kann sich nur noch um Tage handeln, dass dieses Buch auch aus der Druckerei kommt und wir sie dann als Museum auch vertreiben können. Das war sozusagen der zweite Teil der Tagung, der uns ein bisschen auch noch mehr informiert hat über die Struktur dessen, was heute noch in dem Boden erwartbar zu finden ist und damit natürlich auch ein Stück noch einen neuen Blick auf die Lagergeschichte, auf die Chronologie, weil man natürlich auch die Überbauungen, die unterschiedlichen Bauphasen ganz gut, das können die tatsächlich so über diese mit diesem Georadar rauskriegen. Also für uns auch eine ganz spannende Angelegenheit. Und in einem dritten Teil dieser Tagung, in einem abschließenden Teil, haben wir nochmal zurückgegriffen auf die vielen Aktivitäten, die dort schon durch den runden Tisch, Blankenfelde und andere Akteure stattgefunden hat und haben uns der Frage genähert, was kann man an diesem Ort langfristig in Erinnerung an diese Geschichte, die ja noch gar nicht zu Ende erforscht ist. Das muss man auch immer sehen. Wir haben da letztes Jahr einen Punkt gemacht. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass wir im nächsten Jahr vielleicht dann auch dass Bernhard Bremberger dort nochmal ein Manuskript auch für ein Buch erstellt, was dann eben auch die neuesten Ergebnisse, auch die aktuellsten Ergebnisse zusammenfasst. Dieser Dreischritt dient jetzt und soll dazu dienen, tatsächlich diesem BVV-Beschluss gerecht zu werden und zu überlegen, wie können wir uns der Gestaltung dieses Ortes annähern. Was ich vergessen habe, ist, dass auch das Landesdenkmalamt an dieser Tagung teilgenommen hat, denn eine Voraussetzung ist, dass dieses Gelände unter Denkmalschutz gestellt wird. Und da verrate ich Ihnen vielleicht kein Geheimnis, das ist für das Bezirksamt Pankow gar nicht so lukrativ. Denn im Moment ist es so, dass es von einem Pferdewirt aus Lübars betreut wird. Der macht da seine Maat, der pflegt das Gelände. Was Besseres kann im Bezirk gar nicht passieren. Alles andere, was dort sozusagen dann auch womöglich noch an Informationen hingestellt wird, muss natürlich betreut werden. Und das will auch wohl bedacht werden, denn die Vandalismusgefahr ist dort draußen auch virulent. Da gibt es schon auch Vorkommnisse in den letzten Jahrzehnten, die uns dafür sensibilisieren. Nichtsdestotrotz gilt es, eine Form zu finden, und in diesem dritten Teil der Tagung gab es Referenzobjekte. Eines hat Bernhard Bremberger vorhin schon angesprochen, das ist nämlich das ehemalige dieses Lager in Marlow, Blankenfelde, wo sie heute so einen Geschichtsparcours haben, der um das Gelände herumgeht, weil auf das Gelände selber dürfen sie nicht. Das war ein sehr anregendes Beispiel, aber wir haben auch mit einer Professorin aus Wien unterschiedliche Umgangsformen mit dieser Geschichte, welchen Ausdruck kann das haben. Also es gilt hier für uns als Bezirk in den nächsten Jahren einen würdigen Gedenkort, eine Information zu schaffen. Das ist sozusagen nochmal ausgehend von dem historischen Befund, den Bernhard Bremberger heute Abend hier als Teil seines Vortrages uns nahegebracht hat. Das wollte ich Ihnen berichten, ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, aber ich glaube, wir haben schon einen großen Teil des Weges zurückgelegt. Und wie gesagt, dieser Tagungsband versucht das Stand letzten Herbst auch mal zusammenzufassen.
Rico, kannst du die anderen Bilder auch? Ich würde Ihnen jetzt noch kurz zwei weitere Projekte nennen, die im Moment im Bezirk Pankow sich versuchen, mit der Geschichte der Zwangsarbeit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch Formen der Vermittlung zu finden. Ich weiß nicht, welche, also mach einfach mal eins auf, dann sehe ich, welches Beispiel das ist. Aha, das ist sozusagen das, was Frau Glauning schon angesprochen hat. Auch wiederum wirklich am Rande der Stadt, das muss man so sagen, Darßer Straße, Ecke Nachtalmweg. Das ist wirklich, da braust der Verkehr, da wohnen kaum Leute. Es gibt dort ein Bürodienstgebäude des Bezirksamtes. Aber es gab eben dort dieses GBI Lager 40, was Frau Glauning schon angesprochen hat. Und es gab Ugo Brilli, wenn wir dieses Bild auch noch zeigen könnten, das fände ich. Das ist Ugo Brilli mit Frau Gebhardt, der stellvertretenden Leiterin des Dokumentationszentrums. Und das ist im Jahr 2013. Und da ist es tatsächlich gelungen, vor dem Bürodienstgebäude des Bezirksamtes mit dem Zeitzeugen Ugo Brilli im wahrsten Sinne des Wortes und dem Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes zu gucken, wo, das war nämlich damals noch nicht klar, wo genau dieses Lager gelegen hat. Das haben wir eigentlich erst in den Jahren danach genau recherchieren können und auf der Tafel, die im letzten Mai eigentlich nicht eingeweiht werden konnte, weil es war Corona. Und wir hatten die stille Hoffnung, dass wir Ugo Brilli auch in Berlin hier mit Hilfe des Dokumentationszentrums nochmal begrüßen können. Aber Frau Glauning hat schon erzählt, dass er in der Zwischenzeit gestorben ist, aber wir zumindest seinem Wunsch entsprechend jetzt endlich auch dort in einer Gegend, wo sie überhaupt keine Assoziation bekommen, die irgendwie mit dieser Geschichte während des Krieges zu tun hat. Das hat sich so dermaßen verändert. Alleine die Darßer Straße ist wie so eine brachiale Tangente da durchgebaut worden, sodass man da kaum etwas sehen kann. Wir sind froh, dass wir das im letzten Jahr machen konnten, gleichwohl ohne große Beteiligung, ohne große öffentliche Beteiligung. Das ist im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, auch ein Ort, den wir jetzt gekennzeichnet haben, den wir kennzeichnen konnten, weil wir den Bericht von Ugo Brilli haben. Der 6. Mai bezieht sich nämlich auf einen Angriff, auf einen Bombenangriff auf dieses Lager, wo sehr viele seiner italienischen Militärinternierten auch ums Leben gekommen sind. Deswegen war ihm das so wichtig, dass hier vor Ort daran erinnert wird und damit auch seinen toten Kameraden geehrt wird. Das war ihm sehr wichtig, das war beeindruckend, ihn kennenzulernen. Ich will nur sagen, die Geschichte ist deswegen gar nicht vorbei, weil es gibt auf der anderen Straßenseite gibt es ein Kleingartengelände. Das gab es auch schon, als das Lager dort war. Das ist in den 20er Jahren eingerichtet worden. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, vielleicht nicht ganz so drastisch wie in Schöneweide, aber im Grunde genommen dieses Lager, dieses GBI Lager 40, es gab ja die Darßer Straße da so noch nicht, also es war eine, und auf der anderen Seite war Industrie, also es war inmitten, das vermutet man heute gar nicht mehr, aber es war inmitten einer urbanen Stadtstruktur von Industrie und auch von Kleingarten, die ja zum Teil dort aber auch dauerhaft gewohnt haben. Und es wäre sicherlich lohnenswert, hier nochmal weiter zu graben und zu forschen und genau zu überlegen, wie auch dieses Lager inmitten der Stadt, was man heute nicht mehr so erkennen kann, welches Austauschverhältnis es auch hatte zu den umliegenden Kleingärtnern, den Bewohnerinnen und Bewohnern und auch der Industriearbeiterschaft, die dort Tag ein, Tag aus, sicherlich im Angesicht dieser Holzbaracken, dieses Barackenlagers, auch diese Bewohner dort sehen konnten und nicht wegsehen konnten. Das ist das zweite Beispiel, von dem ich Ihnen berichten möchte. Und das letzte Beispiel, das betrifft eine sehr große Grünanlage, nämlich die Schönholzer Heide, ein Naherholungsgebiet, nach 1990 auch deutlich wieder an Bedeutung gewonnen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie in Blankenfelde, weil das Gelände auch auf der einen Hälfte Richtung Reinickendorf eben auch im Grenzgebiet war. Und ich weiß nicht, ob du das Bild von der Tafel, von diesem
von den drei Tafeln, ob du das nochmal aufrufen kannst, Rico. Das ist ein Gelände, was im Grunde genommen, wenn wir nur über die Zeitschicht 38 bis 45 reden, drei völlig unterschiedliche, aber natürlich unmittelbar für die Berliner Kriegsgeschichte zusammenhängende Episoden vereinen in dieser Grünfläche. Und man sieht es hier natürlich nicht an, wenn man da durchgeht. Und zwar ist es einmal die Zeitschicht eines, man muss sagen, Lagersystems von unterschiedlichen Zwangsarbeitslagern, die im Volksmund Luna-Lager genannt wurden und darauf rekurrierten, dass in den 30er Jahren dort so ein Vergnügungspark eingerichtet worden ist und die ersten Zwangsarbeiter, die dort zum Teil sogar freiwillig rekrutiert aus Polen angekommen sind, mussten aus den Resten dieser Vergnügungsanlage auch erste Baracken bauen. Das ist sozusagen die eine Geschichte, ein Riesenlagersystem. Frau Glauning, ich habe letztens sogar gelesen, aber das würde ich selber gar nicht so bestätigen, es sei der größte Zwangsarbeitskomplex in Berlin gewesen, zusammenhängt. Müssen wir noch mal erforschen, ob das so stimmt. Ich habe das irgendwo in der Zeitung gelesen, ohne dass ich das belegen kann. Und wo wir eben das, was Bernhard Bremberger auch vorhin ganz gut noch mal gesagt hat, wo wir diese rassische Differenzierung der Nazis exemplarisch studieren konnten, denn es waren dort westeuropäische, also Zwangsarbeitende aus Westeuropa, es waren dort aber auch Ostarbeiter untergebracht und die auf einem Gelände in unmittelbarer Nähe absolut unterschiedlichen Lebensbedingungen ausgesetzt waren. Die zweite Schicht betrifft eine Kriegsgräberstätte. Das ist natürlich ein kompliziertes Thema. Also die Schönholzer Heide ist nach 1945, dort ist, also sind, wie überall im Berliner Stadtgebiet, hat es ja sehr viel Notbestattungen gegeben, gerade von denen, von der Bevölkerung, die in den Kämpfen dort in den letzten Kriegstagen auch als Zivilisten noch ums Leben gekommen sind, aber auch Soldaten, auch SS-Leute, die sind alle auf dieser Kriegsgräberstätte dann irgendwann zusammengeführt worden. Zu DDR-Zeiten auch gekennzeichnet gewesen, dass da was war. Dann nach 1990 ist es sozusagen zu einer nach bundesrepublikanischem Recht zu einer Kriegsgräberstätte geworden, die Sie überall kennen mit diesen Pultsteinen und die sehen ja alle gleich aus und ist natürlich dadurch auch ein Stück aufgewertet worden, weil man die Namen jetzt seitdem lesen kann. Bei vielen steht allerdings auch immer unbekannt drauf. Also ein Areal, was mitten in der Schönholzer Heide liegt und am Rande, am nördlichen Rande der Schönholzer Heide, und das ist die dritte Zeitschicht, die natürlich nicht unmittelbar mit der Zeit vor 45 zu tun hat, aber eben die Befreiung Pankows betrifft, eines der großen sowjetischen Ehrenmäler, immer so ein bisschen im Schatten von Treptow, ein wirklich meines Erachtens würdiger Ort, der auch in den letzten Jahren sehr stark wieder, also toll rekonstruiert werden konnte, der lange Zeit auch unter Vandalismus gelitten hat, vieles ist dort demontiert und gestohlen worden. Und das Besondere an diesem Ort ist, dass dort wirklich 13.000 Rotarmisten beigesetzt liegen, namentlich, was ja in Treptow so gar nicht möglich ist, nachvollziehbar. Und es gibt ein großes Denkmal. Wir haben dort mal ein kleines Heft zugemacht, wo man eben auch lesen kann, wie dieser Ort entstanden ist. Also ein Komplex eines Naherholungsgebietes, den eben seit 1990 auch wieder viele Weddinger und Reinickendorfer benutzen können und auch genießen können. Und diese Tafeln, das ist für uns wirklich ein Wunder, die gibt es seit 2009. Also damals ist dieses eingeweiht worden. Und auch hier haben wir seit einiger Zeit aus dem politischen Raum den Auftrag, uns nochmal neu mit diesem Ort zu beschäftigen, in der Hinsicht doch noch mehr Kennzeichnungen im Gelände, insbesondere an die Geschichte der Zwangsarbeiterlager, uns zu überlegen, was wir da machen können. Und da gibt es jetzt aus der Verwaltung selber, das finde ich auch einen einmaligen Vorgang, das ist mir so noch nicht untergekommen, das Straßen- und Grünflächenamt, was ja die Betreuung dieses Parks hat, hat selber von sich aus die Initiative ergriffen, zu schauen, ob man dort in dem Gelände noch andere Wegmarkierungen, Beziehungen herstellen kann. Es gibt dort auch noch ein historisches Gebäude, Hochbunker kann man nicht sagen, aber das war keine Unterbringungsbaracke, sondern die hat irgendwie andere Funktionen gehabt. Und an diesem Ort soll das sich vor allem nochmal dokumentieren, immer als Kartoffelbunker so ein bisschen
im Volksmund wird es kolportiert. Also wie gesagt, hier wird in den nächsten Jahren auch noch etwas passieren können, etwas passieren müssen. Und abschließend will ich nochmal sagen, viele, fast alle dieser Projekte gehen zurück auf die Initiative von Schulen, von bürgerschaftlichem Engagement. Auch hier der Ausgangspunkt, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, war eine Projektwoche der Karl-von-Ossietzky-Schule, die sich unter unserer Anleitung sich mit der Geschichte beschäftigt haben und am Ende zum Tag des offenen Denkmals erstmalig diese drei Zeitschichten, diese drei Geschichten in einer Führung zusammengebracht haben. Das vielleicht ausgewählt an drei Beispielen, wo eigentlich im Interesse der Erforschung und Markierung und dem Hinweis darauf, was in Berlin zwischen 38 und 45 passiert ist, wie Menschen hier behandelt worden sind und wie auch im Alltag der Berliner dieses, was ja am besten in Oberschöneweide man sich wirklich bildlich angucken kann, unter Besichtigung der Leute, die drumherum gewohnt haben, welchen Alltag diese Menschen ausgesetzt waren. Und wie gesagt, mir kommen in diesen Tagen immer wieder die Assoziation, auch wenn die Menschen, die wir interviewen konnten, die Zeugnis uns gegenüber ablegen konnten, vielleicht nicht mehr leben, aber deren Kinder und Enkel, und das wissen wir ja auch in der Beschäftigung mit dieser Geschichte, dass sich das sozusagen weiterführt und die Geschichte ist eben nicht zu Ende. Und das ist vielleicht auch sozusagen das, was ich zum Schluss nochmal sagen will. Die Geschichte ist eben nicht damit zu Ende, dass wir irgendwo eine Tafel aufstellen oder dann sagen, hier haben wir es jetzt markiert, sondern es gilt nach wie vor, diese Geschichte gegenwärtig zu halten und auch als Teil der Berlin-Geschichte immer wieder ins Bewusstsein neuerer, jüngerer Generationen zu bringen. Ja, vielen Dank. Wollen Sie vielleicht noch mal zum Schluss was sagen, Frau Blaum? Vielleicht kündigen wir noch den nächsten Vortrag. Ja, bitte. Ist in Blankenburg auch eine Hinweistafel oder? Ja, da ist es tatsächlich so, Frau Glauning hat es vorhin angedeutet, dass mit der Albert-Schweitzer-Stiftung, die dort diesen Standort ja betreibt, war das in diesem Jahr oder im letzten Jahr? In diesem Jahr. In diesem Jahr eine sehr beeindruckende Ehrung auch in Form einer, ja, also die Formgebung ist wirklich interessant. Ich habe das nicht mehr genau so im Kopf. Das ist bei uns als Museum auch ein bisschen an uns vorbeigegangen. Da bin ich jetzt nicht Experte, aber wenn Sie dort auf das Gelände gehen, können Sie sich das angucken und finden dort auch eine Information zu dieser Geschichte. Ansonsten würde ich dann, vielleicht Frau Glauning, wollen Sie den nächsten Vortrag ankündigen? Das wäre doch eine tolle Arbeitsteilung. Ja, also erstmal vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und Ihnen auch nochmal für die interessante Vorstellung der Projekte. Ja, wir sind am 20. Oktober im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wieder um 18 Uhr und natürlich sind Sie auch aus Pankow herzlich eingeladen. Also ich merke jetzt nach mittlerweile 9 Veranstaltungen und der Reise durch die Bezirke, wie interessant das tatsächlich ist, die unterschiedlichen Geschichten zu hören. Es gibt natürlich Überschneidungen, aber in jedem Bezirk gibt es auch was Besonderes, was Neues zu entdecken. Das ist für uns auch toll. Und an der Stelle würde ich vielleicht auch wirklich auch nochmal meinem Kollegen Roland Borchers danken, der diese Reihe initiiert hat, konzipiert hat und auch organisiert hat mit den Bezirksmuseen. Wirklich ganz toll. Und wir wollen dann auch am Ende des Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres versuchen, ein bisschen auszuwerten nach diesen 12 Vorträgen und dann vielleicht auch überlegen, ob man das irgendwo nochmal bündeln oder zusammenfassen kann. Also wie gesagt, Oktober Marzahn-Hellersdorf, im November dann Neukölln und im Dezember dann der Abschluss in Lichtenberg. Ihnen allen noch einen schönen Abend und danke fürs Kommen. Ja, den Dank möchte ich zurückgeben, denn schließlich ist es das Dokumentationszentrum, was diese Reihe aufgelegt hat und uns in den Bezirken auch mit eingebunden hat. Vielen Dank dafür nochmal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle nochmal wirklich dem Referenten des heutigen Abends, denn
Es gibt wenige, die sich über so einen langen Zeitraum und auch mit vielen Rückschlägen immer wieder, weil er sucht dann da was und dann kommt er nicht weiter. Das ist wirklich eine große Leistung, Bernhard Bremberger, und das möchte ich hier einfach nochmal. Vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen, kommen Sie gut nach Hause.